21 Uhr. Der anhaltend hohe Ölpreis auf dem Weltmarkt bereitet zunehmend Sorge. Einige Fluggesellschaften haben angekündigt, ihre Kerosinzuschläge nochmals anzuheben, darunter British Airways. Die Benzinpreise an den Tankstellen legten heute erneut zu und erreichten bei Super Durchschnittswerte von 1,25 Euro. Die steigenden Energiekosten haben im Juni die Inflation in Deutschland angeheizt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war die Lebenshaltung im Jahresvergleich 1,9% teurer. Ohne Heizöl und Benzin hätte die Inflationsrate nur bei 1,1% gelegen. Erstmals hat sich eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten bei der Frage nach der Zulassung für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen gegen die Europäische Kommission gestellt. Die Brüsseler Behörde wollte Deutschland und vier weitere Länder dazu bringen, einseitig verhängte Importverbote wieder aufzuheben. Im Rat der EU-Umweltminister wurde das jetzt mit großer Mehrheit abgelehnt. Deutschland hat unter anderem geltend gemacht, der Genmais stelle eine Gefahr für die Umwelt dar. Die Umweltorganisation Greenpeace begrüßte die klare Mehrheit im EU-Umweltrat. Für die Brüsseler EU-Kommission wäre es Zeit, auf die öffentliche Meinung zu hören, die mehrheitlich für ein Verbot gentechnischer Organismen sei. Im Kampf gegen den Terrorismus hat die niederländische Regierung weitreichende Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Damit sollten Terrorverdächtige besser überwacht werden können, die noch nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Gesetzesregelung sieht vor, dass Verdächtigen der Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen wie beispielsweise einem Flughafen verboten werden kann. Es soll auch in Einzelfällen eine Meldepflicht bei der Polizei eingeführt werden. Informationen der Geheimdienste sollen die Grundlage für die Entscheidungen bilden. Nur in Ausnahmefällen soll ein Richter eingeschaltet werden. Das Parlament in Den Haag muss dem Sicherheitspaket noch zustimmen. Die Atomfirma Cogema steht in Frankreich vor Gericht. Sie soll beim Abbau von Uran jahrzehntelang die Umwelt atomar verseucht haben. Betroffen sind nach Angaben der Ermittler vor allem Flüsse und Seen im Departement Haute-Vienne um die Stadt Limoges. In den dortigen Minen wurde mehr als 50 Jahre lang Uran aus Gestein gewonnen. Die Firma Cogema erklärte, die dadurch erhöhten Uran-, Radium- und Bleiwerte in den Gewässern seien für den Menschen nicht gefährlich. Rund 1200 Menschen haben in Hattingen an der Ruhr mit einer Menschenkette quer durch die Stadt für den Erhalt von Arbeitsplätzen bei dem finnischen Aufzughersteller Kone demonstriert. Nach Angaben der IG Metall plant das Unternehmen eine Verlagerung der Fertigung von Rolltreppen und Aufzügen nach China. Von den derzeit über 400 Arbeitsplätzen in Hattingen seien deutlich über 300 bedroht. Die Gewerkschaft will gemeinsam mit der Belegschaft ein Alternativkonzept für den Erhalt der Arbeitsplätze vorlegen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nach Informationen der Kölnischen Rundschau ihre Ermittlungen gegen den ehemaligen Kölner Oberstadtdirektor Ruschmeier eingestellt. Gegen ihn waren bereits vor 5 Jahren Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorteilsnahme und im Zusammenhang mit der Affäre um den Baukonzern Holzmann eingeleitet worden. Es ging dabei um eine USA-Reise, die angeblich auf Einladung des Konzerns stattgefunden habe. Knapp 3 Jahre nach der Pleite des Maschinen- und Anlagenbauers Babcock Borsig hat die chemische Aufarbeitung des Insolvenzfalles. Das Düsseldorfer Landgericht verhandelt über eine Zivilklage des Babcock-Insolvenzverwalters, der die Zahlung von 524 Millionen Euro aus dem Verkauf der früheren Babcock-Tochter HDW fordert. Der Fußball-Bundesligist Mainz 05 trifft in der UEFA-Cup-Qualifikation auf den FC Mika aus Armenien. Die Mainzer haben am 14. Juli zunächst Heimrecht. Mika ist derzeit Tabellenzweiter der armenischen Liga. Mainz war erst im letzten Moment über die Fairplay-Wertung in die Qualifikation zum UEFA-Cup gekommen. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht zunächst noch weitgehend trocken. Vor allem gegen morgen westlich des Rheins schon erste Schauer oder Gewitter möglich. 21 bis 17, im höheren Bergland bis 15 Grad. Schwachwindig. Morgen oft bewölkt mit nur kurzen Aufhellungen. Im Tagesverlauf vor allem am Nachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter, die zum Abend wieder nachlassen. 25 bis 29, in den Gipfellagen um 22 Grad. In Gewitternähe stark böiger Wind. Die weiteren Aussichten: am Sonntag bei 27 Grad freundlicher und meist trocken. Zum Wochenbeginn längere sonnige Abschnitte bis 30 Grad. Das waren Nachrichten. Es ist 21.05 Uhr. Vorsicht!
auf der A44 Kassel Richtung Dortmund zwischen Soest und Kreuzberg. Gefahr durch ein Reh auf der Fahrbahn. WDR 2 ist hier, das ist die Verkehrslage, das sind die Staus. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Bönen und Kamener Kreuz 4 Kilometer. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Kamener Kreuz und Hamm, Baustelle 8 Kilometer. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Kreuz Kerpen und Raststätte, Frechenunfall 4 Kilometer. Und A45 Hagen Richtung Dortmund zwischen Castrop Rauxel Ost und Kreuz Dortmund Nordwest 1 Kilometer Stau. WDR 2 Sportzeit mit Sven Pistor. Hallo.